Ich begrüße Sie hier zum Vortrag Mentorennetzwerke, Moodle macht sie möglich. Die klassischen Moodle-Betreiber, die sind in diesem Monat hier in Kassel, zum großen Teil jedenfalls. Und denen ist gemeinsam, dass die Gestaltung der Lernplattform Institutionen fixiert ist. Ich meine damit, es ist klar erkennbar, dass Schulen, Hochschulen, Firmen und Organisationen als Betreiber auftreten. Die Merkmale, die sie eint, das sind die folgenden. Es handelt sich beim Einsatz um eine geschlossene Gesellschaft. Hier ist Lehrer- und Dozentenzentriert. Es wird mit Klarnamen gearbeitet. Und der Betreiber, der hat die vollständige Kontrolle über die Plattform, auch wer da zugelassen ist. Anderen Worten, es ist möglich, dass man da auch den gläsernen Nutzer hat. Und das kennen natürlich auch die Nutzer. Die müssen nämlich unter Umständen Nachteile befürchten in Form von schlechten Noten. Sie befürchten manchmal Gesichtsverlust, wenn sie sich in Foren äußern, die Blamage, die da vielleicht einhergeht. Und deshalb ist es so, jedenfalls hier in Kassel, und das weiß ich von Studenten, mit denen ich Kontakt habe, dass die meisten Moodle im Zusammenhang mit der Verteilung von Skripten und Arbeitsblättern kennen. Das, was ich hier präsentieren will, das ist meine Einsatzmöglichkeit von Moodle als Tool für das Mentoring. Das heißt die Ergänzung sozialer Netzwerke. Und da ist die Ausrichtung Interessen fixiert. Bedienen will ich Wertegemeinschaften. Das können auch Gewerkschaften sein, Parteien. Es können auch moderne Studentenverbindungen sein, also nicht die Reaktionären, sondern die, die ein Ziel haben und Netzwerke fördern. Das gilt natürlich auch für Vereine und Organisationen. Damit man sich da frei äußern kann, da wird das Pseudonym, was eingesetzt wird, per Bankgeheimnis gesichert. Das heißt, niemand meldet sich da mit Klarnamen an. Das heißt, man kann es reinschreiben, wenn man das möchte, aber davon rate ich ab. Und wenn man das Pseudonym durch das Bankgeheimnis sichert, dann ist sichergestellt, es wird nur dann, und es kann auch nur dann aufgehoben werden, wenn der Betreiber sieht oder ein Teilnehmer sieht, da wird jemand kriminell, der verstößt gegen Gesetze. Und wenn Pseudonym dann so sicher ist, dass das also nur im Missbrauchsfall aufgehoben werden kann, dann droht demjenigen, der das einsetzt, natürlich auch kein Gesichtsverlust. Noten ist auch gar nicht vorgesehen. Was ist das Ziel von einem derart eingesetzten Moodle? Die Hauptnutzung ist in diesem Zusammenhang die Anbahnung persönlicher Kontakte. Damit einher kann Brainstorming oder Mentoring gehen. Und in dem Zusammenhang die Planung und die Koordinierung von Videokonferenzen. Das ist aber dann eine ganz andere Anwendung. Auf der Moodle-Plattform bleibt man natürlich unter Pseudonym unerkannt, abgesehen von seinem Fachgebiet, was man vertritt. Das ist nämlich in dem Pseudonym verschlüsselt. Aber in der Videokonferenz, da muss man natürlich seine Identität demgegenüber offenlegen. Und da ist dann natürlich auch über die AGB abzusichern, dass Informationen über Identitäten, die man in Videokonferenzen natürlich erhält, dass man die nicht missbraucht oder offenlegt und die Persönlichkeit des Gegenübers oder der Menschen, die einem gegenüber sitzen in der Videokonferenz, auch achtet. Eine Vision zur Ergänzung sozialer Netzwerke, das steht hier auf der Folie. Warum ist diese Ergänzung sozialer Netzwerke sinnvoll? Mentoring ist nicht das primäre Ziel der bekannten sozialen Netzwerke. Wenn ich da einen Mentor suche, der mich in meinem Fach betreuen kann, dann ist die Suche dort sehr schwierig. Man ist aber hier auf diesen Netzwerken präsent, weil das erwartet wird. Das gilt auch für mich, auf allen, bis auf dem rechts unten, dem chinesischen Pendant zu WhatsApp. Da bin ich überall präsent, aber nicht sehr aktiv. Es ist wichtig, dass man dort gefunden wird, aber ich bin also nicht jemand, der dort mehr als eine Visitenkarte hinterlässt, weil ich vertraue dem Betreiber nur in geringem Umfang.
Big Data und Misstrauen, das ist hier auf der Folie die Überschrift. Ich möchte der Welt nicht alles anvertrauen, weil die Währung, mit denen ich diesen Komfort bezahle, das sind meine Daten. Und was man damit machen kann, ist rechts in dem Bild erkennbar. China führt digitale Punktesysteme ein für den besseren Menschen, wer da seine alten Eltern pflegt und das durch seine Aktivitäten im Netz kundtut, der erhält ein digitales Punktekonto und wird dann vielleicht besser befördert oder belobigt oder was auch immer. Wir haben ja sowas im negativen Sinn in Flensburg. Wenn man da negative Punkte sammelt, weil man sich nicht an Regeln hält, dann hat das auch Konsequenzen. Das ist natürlich eine Sache, die misstrauisch machen sollte. Fazit, man muss nicht alles mit den Großen teilen. Und wenn ich diese Dinge, die ich hier nur mit Fachleuten teilen möchte, wenn ich das also anders organisieren will, da bietet sich Moodle geradezu an. Man hat den Schutz, wenn man mit Pseudonymen arbeitet, praktisch perfekt. Und man hat die sozialen Netze, man hat Profile, die man anlegen kann. Die Kommunikation geht über Mitteilungen, die eben auch nicht das Vorhandensein oder die Kenntnis von E-Mails voraussetzen. Das sind alles Dinge, die hervorragend da sind. Was ist der Impulsgeber und Auslöser für meine Präsentation und eben die Darstellung des Vorhandenen, was also jetzt auch schon von mir erprobt wurde? Ich habe ausländische Studenten in dem Haus, wo mein Büro ist. Und mit denen habe ich gesprochen, weil die müssen ja alle eine Prüfung machen, wo sie ihre Sprachkompetenz nachweisen. Und die suchen dafür händeringend Mentoren, Menschen, die ihnen helfen, dass sie eben die Formulierungen, die man bei akademischen Vorträgen, bei Präsentationen, bei Prüfungen, bei Gesprächen mit dem Betreuer, da braucht man sehr gute Deutschkenntnisse und da möchten sie ihr Gesicht nicht verlieren und da brauchen sie eben Kontakte. Die kann man nicht über eine Kleinanzeige bekommen und da ist das natürlich interessant, wenn man da die sozialen Plattformen eben erweitert, um das, was Sie ja vielleicht von der Uni schon kennen, um Moodle. Und mit dem Pseudonym haben Sie keine Gefahr, Ihr Gesicht zu verlieren. Und das sage ich deshalb, weil drei meiner Mitbewohner im Haus, das sind Chinesen. Die Kenntnis, dass so etwas machbar ist, die habe ich und die können Sie nachvollziehen, weil Sie ja auch im Thema stecken. Pseudonyme kann man durch das Bankgeheimnis sichern. Wie geht das? Wenn ich hier Teilnehmer zulasse, deren Namen ich jetzt nicht erfrage, wie das vielleicht eine Schule mit ihren Schülern macht oder eine Hochschule mit den Studenten, dann kann ich die Zulassung eben verifizieren, indem ich eine Überweisung einfordere. Wenn die Überweisung eingeht, dann gibt es das Bankkonto, von dem die Überweisung kommt. Und es gibt auch denjenigen, der eben das Bankkonto angemeldet hat. Und durch das Bankgeheimnis ist gesichert, dass die Klarnamen dann auch nur bei persönlichen Kontakten in Videokonferenzen eingesetzt werden sollten oder vielleicht auch müssen. Ich hätte jedenfalls kein Vertrauen zu jemandem, der auch da anonym bleiben will. Aber auf der Plattform muss man das nicht machen. Wie kann ein Moodle-Betreiber ohne Klarnamen auskommen? Er kann die Pseudonyme durch das Bankgeheimnis absichern. Dann braucht noch nicht mal er den Klarnamen und die Adresse kennen. Er bekommt eben eine Überweisung. Der Betrag kann auch sehr klein sein. Und damit ist verifiziert, dass es denjenigen, der die Überweisung getätigt hat, auch gibt. Und wenn der auf der Plattform Dinge tut, die gesetzwidrig sind, dann ist das auch verifizierbar, dann lässt sich herausbekommen, wer hinter dem Bankkonto steht. Die Klarnamen werden nur bei den persönlichen Kontakten in Videokonferenzen benutzt, weil wer sich dort nicht mit Namen und Bild, Videobild vorstellt, zu dem hat man kein Vertrauen, mit dem würde ich also auch sehr schnell die Videokonferenz wieder beenden. Die Codierung sollte transparent sein, es sollten keine Fantasienamen eingesetzt werden. Es sollte aus dem Pseudonym hervorgehen, welche Rolle der
derjenige spielt und in welchem Fachgebiet er entweder Mentoren sucht oder als Mentor tätig sein möchte. Die Honorierung von erbrachten Leistungen spielt natürlich eine Rolle. Kaum jemand ist Altruist und tut nur etwas aus Nächstenliebe. Das ist jedenfalls schon lange her, wo sowas passiert ist. Es ist sicherlich so, dass man zum Teil für wenig Honorar arbeitet, aber irgendeine Anerkennung muss ja schon sein. Es kann ja auch ein Austausch von Leistung sein. Du bringst mir bei, wie ich vortrage und im Gegenzug erklärst du mir, wie ich mich in China bewege, wenn ich mich da aufhalte, bring mir ein paar chinesische Begriffe bei. Und dann ist natürlich auch wichtig, wenn die Honorierung eine Privatsache ist zwischen den beiden Partnern, dann kann es natürlich auch sein, dass die Honorare versteuert werden müssen. Und dann muss der Betreiber eben auch aufpassen, dass er nicht der Beihilfe zur Steuerhinterziehung beschuldigt wird. Das heißt, er muss im Zweifelsfall den Behörden Auskunft über die Identitäten erteilen, damit er also da keine Probleme hat. Da muss man natürlich auch in den AGB darauf hinweisen, dass die Teilnehmer eben für Abrechnungen selbst zuständig sind. Im Prinzip ist das ja auch der Fall, wenn sie sich in Kleinanzeigen in Zeitungen finden. Die Pseudonyme werden systematisch vergeben. Ich habe hier so eine kleine Visitenkarte stehen, Jane Blond, A007. Und das Pseudonym wird eingesetzt, zumindest am Anfang, wenn man hier nur Moodle bezogen denkt und nicht an die Videokonferenz. Das wird eingesetzt im Schriftverkehr, vielleicht auch beim ersten Blickkontakt. Dann kann man da also mit diesem Pseudonym arbeiten. Die Verschlüsselung, die Schlüssel, die sehen wir hier oben, sind bisher 5 beziehungsweise 6 verschiedene Rollen vorgesehen und die sind mit den Buchstaben A bis F einfach abgekürzt dargestellt in dem Pseudonym. Der Mentor, der bekommt den Buchstaben A. Mentor, der weist seine Kompetenz dadurch nach, dass er einen Abschluss hat und wird beim Aufnahmegespräch auch kurz sagen, welcher Abschluss das ist, Bachelor, Master, Promotion und was es da so alles gibt, oder es kann ja auch ein Meister sein oder jemand, der eine Ausbildereignungsprüfung hat. Der Junior-Mentor ist jemand, der Kompetenz hat, aber er hat eben noch keinen Abschluss. Es kann ja auch ein Student sein oder ein Schüler, der sich mit Integralrechnung gut auskennt und bietet sich da als Junior-Mentor für höhere Mathematik an. Die Mentees bekommen C, das sind in der Regel dann Studenten oder Auszubildende. Wenn diese eben noch Schüler sind, dann kann man denen ein D verpassen, wenn die eben Interesse haben, dort mitzumachen. Dann gibt es noch 2 weitere Rollen, die sehr wichtig sind, auch um die Plattform zu finanzieren. Den Sponsor, der das mit einem kleinen Betrag macht, und den Premium-Sponsor, der eben umfangreiche Finanzierung sicherstellt. Was haben die davon? Die Sponsoren, die können auch ein Profil erstellen. Die können in den Foren bekannt geben, dass sie beispielsweise Praktikumsplätze anbieten. Aber das dürfen sie nur im geringen Umfang, 10-mal pro Kalenderjahr. Die Premium-Sponsoren, die zahlen eben ein Vielfaches davon. Und die können eben auch ohne Beschränkung da aktiv werden. Dürfen eben nur nicht auffallen, dass sie Leute belästigen oder die Foren voll spammen mit ihren Beiträgen. Aber sofern das sinnvolle Informationen sind, die man da verteilt, Suche nach Mitarbeitern oder Vergabe von Praktikumsplätzen, da haben Sie keinerlei Beschränkungen. Sie sehen hier in dem Blatt, was hier oben aufliegt, in diesem schräg gestellten, in der Tabelle, da sehen Sie Anmeldenamen, die ja unsichtbar sind für die Teilnehmer. Aber Vor- und Nachnamen sind ja bei Moodle sichtbar. Und wenn da jemand beim Vornamen A10 stehen hat, dann ist er ein Mentor, der sich mit den Naturwissenschaften auskennt. Und wenn beim Nachnamen eine 1 steht, heißt das, das war der Erste, der zugelassen wird. Da habe ich in diesem Fall, weil ich das ja bin, als Administrator und auch Mentor, da steht da eine 1.
Und dann steht da noch ein EN hinter. Da sehen wir hier rechts die Sprachen. Die haben einen Sprachschlüssel. EN deutet eben auf Englisch hin. Und das ist in dem Fall meine erste Fremdsprache. Man kann grundsätzlich davon ausgehen, dass diejenigen, die hier auf der Plattform als Mentor oder als Junior-Mentor auftreten, dass deren Muttersprache Deutsch ist, sonst wären sie wahrscheinlich nicht auf einer deutschen Plattform. Aber die haben dann in der Regel auch noch eine Fremdsprache in der Schule gelernt oder nutzen sie auch in der Ausbildung oder im Berufsalltag und das ist dann eben hier Englisch. In der nächsten Zeile der Tabelle, da steht dann A, 2, 4 und danach die 2, das ist ja dann schon die ID, die fortlaufend vergeben wird. A24, das ist dann ein Mentor. Und die 24, da gehört die Architektur zu, die ist ja abgedeckt, aber Sie sehen, Architektur hat hier vorne die 4 stehen und gehört zu dem Fachbereich Ingenieurwissenschaften, der mit 2 beginnt, Naturwissenschaften beginnen mit 1. Und da ist also dann dieser Mentor der Architektur im Vornamen verschlüsselt. Die 2, das ist die ID, die wird ja fortlaufend einfach vergeben, ist also nur eine Aussage über die Reihenfolge, seitdem man dabei ist. Und Englisch spricht er auch. In der nächsten Zeile haben wir dann stehen C22, geht ja hier im Vornamen ein. Der Betreffende ist Mentee, in dem Fall ein chinesischer Student. Erkennen kann man das. Hinter der ID steht hier ZHCN. Er hat damit kundgetan, dass er eben die chinesische Sprache spricht. Wir haben dann hier noch ein weiteres Beispiel, F204. F steht also für Premium-Sponsor, sehen wir hier. Die 20 für die Ingenieurwissenschaften und die 4, das, was hier hinten beim Nachnamen auftaucht, das ist dann schon die ID. Und das wäre dann eine Firma mit französisch sprechender Kontaktperson, muss also nicht unbedingt eine französische Firma sein, aber jemand, der sagt, wenn hier Studenten aus Frankreich in Deutschland tätig sind, dann haben wir hier jemand, der Französisch spricht. So, das ist also hier als Beispiel für das systematische Verschlüsseln vom Pseudonym zu sehen. Gemacht wird das beim Aufnahmegespräch. Jemand, der hier auf der Plattform tätig sein will als Mentor oder er will Informationen suchen, wen er als Mentor wählen kann oder wen er als Sponsor da vielleicht mit Praktikumsplätzen oder Ausbildungsplätzen versorgen kann, die müssen bei der Aufnahme eine kurze Videokonferenz mit dem Administrator des Betreibers über sich ergehen lassen und da wird dann festgelegt, wie jemand da verschlüsselt wird, weil wenn man das denen selbst überlässt, dann geht das wahrscheinlich schief. Aber wenn man dann in der Videokonferenz ein paar Minuten darüber spricht, dann kann man das sinnvoll vergeben. Und das wird demjenigen dann auch mitgeteilt, welchen Anmeldename der bekommt. Und der muss dann aufgeschrieben werden oder den kriegt man dann per E-Mail zugeschickt. Und den verwendet man dann auch für die Überweisung, damit das Pseudonym auch gesichert ist für den Fall der Fälle. Damit dieses hier in die Gänge kommt, damit das anläuft, da muss es für die ersten 300 Mitmachenden einen Anreiz geben. Die ersten 300 kann man ja klar erkennen, die haben eine ID, die kleiner gleich 300 ist. Und für die wird eben ein besonderer Anreiz geschaffen dadurch, dass die Teilnehmer meine kompletten ECDL-Unterlagen nutzen können. Das sind 20 Stunden Erklärvideos, zum Teil sind die auch schon bei YouTube abrufbar, aber die sind hier in Moodle-Kursen eingebunden. Dazu zählen 200 Fragen, es können noch ein paar mehr sein, die man zur Selbsteinschätzung einsetzen kann, ob man über diese Produkte so weit Kenntnis hat, dass man da auch eine Prüfung besteht. Die Fallbeispiele gehören auch dazu und die Lernzielpläne zum ECDL, die stehen da mit Verknüpfungen der Begriffe, der wichtigen Begriffe zur Wikipedia. Das alles kann man als Teilnehmer nutzen. Und für die Premium-Sponsoren, die ja doch erheblich dazu beitragen, dass das funktioniert, gibt es dann auch eine Lizenz. Das heißt, die dürfen diesen Kurs
bei sich installieren. Die bekommen eine Sicherungskopie und können das auf ihrem Moodle ablaufen lassen. Das könnte beispielsweise für Universitäten ganz sinnvoll sein. Man hat diese Materialien dann für die Sponsorengebühr auf seinem Moodle und hat sogar dabei die Erlaubnis, das zu modifizieren. Das heißt, man kann die Videos nehmen, man kann dann noch was ergänzen, man kann was rausschneiden. Im Prinzip ist das so ähnlich wie bei der Creative Commons Lizenz, nur hier wird es nicht einfach so mit dieser Lizenz vergeben, aber die Idee, die ist da zum Teil eingegangen, was die Modifikation betrifft. Wichtig ist, was ist da geplant, was soll das kosten? Kosten tut das nicht viel, weil wir verkaufen ja hier kein Know-how, abgesehen von dem Zugang zu den ECDL-Unterlagen. Das ist ja nur eine Plattform zur Kontaktanbahnung und daher zahlen die Rollen, also diejenigen, die diese Rollen annehmen wollen als Mentor, als Junior-Mentor, Mentee oder Schüler, die zahlen jeweils nur 19 Euro. Das deckt den Aufwand ab, den man bei der Aufnahme zu erwarten hat. Mehr zahlen die Sponsoren, die nur im geringen Umfang hier präsent sein wollen, die ein Profil bereitstellen wollen. Die zahlen 119 Euro, also 100 Euro plus 19% Mehrwertsteuer in Deutschland. Und die Premium-Sponsoren, die eben die Vorteile, die ich eben schon beschrieben habe, die zahlen 1000 Euro plus 19% Mehrwertsteuer. Man muss das ja, wenn man es hier öffentlich macht, auch brutto angeben. Wo startet das Ganze? Das beginnt auf der Lernplattform unseres Unternehmens und die heißt Wer weiß was net. Man sieht es ja auch hier oben links. Und da sieht man schon auf der Startseite die Möglichkeit, Kontakt aufzunehmen. Die Videokonferenzsoftware, die wir einsetzen, Blitz, die werden die wenigsten kennen. Aber das Unternehmen, was die herausbringt, das ist den meisten bekannt. TeamViewer, das kennt man ja. Und die haben im Jahr 2017 eine Software herausgebracht, die hervorragend geeignet ist, Schulungen durchzuführen per Videokonferenz oder eben auch solche Mentorenkonferenzen über eine Videoplattform auszuführen. Und da kann derjenige, der bis zu 5 Teilnehmern hat, der kann das kostenlos machen. Bis 300 Teilnehmern kann man das ausbauen, die gleichzeitig in so einer Konferenz anwesend sind. Und da kann man dann auch eben den Bildschirm teilen. Man kann die gegenüber sitzende Person oder die Person, ich sagte, das können bis zu 300 sein, die man da gleichzeitig bedienen kann, die kann man auch sehen. Diese Software ist leicht zu installieren und kostenlos, sofern es eben nicht die Zahl von 5 überschreitet. Wir sind hier auf der Moodle-Moot oder der Vortrag, der ist geplant gewesen für die Moodle-Moot, aber wurde nicht rechtzeitig fertig. Aber wer eben während oder vor der Moodle-Moot diesen Vortrag hört, der könnte in Erwägung ziehen, wenn er schon mal in Kassel ist und zwischen Schlosshotel im Westen und der Uni im Osten hin und her pendelt, da liegt das Büro oder mein Standort, der liegt da genau, fast genau in der Mitte. Man sieht das ja hier in der Lessingstraße. Und wer da ein GPS hat auf seinem Smartphone oder in seinem Auto, der kann das auch leicht finden. Parkplätze sind da in der Nähe auch kostenlos zu nutzen. Im schlechtesten Fall muss man etwa 100 Meter laufen zwischen der Parkmöglichkeit und meinem Büro. So viel zu dem, was ich hier vortrage. Die Details, die kann man also auch nicht in der Kürze der Minuten, die man hier bei üblichen Vorträgen zur Verfügung hat, die kann man da nicht bringen. Die finden Sie auf der Wer weiß was net Plattform. Das sind Videos mit einer Gesamtlänge von über einer Stunde. Da haben Sie dann auch die Möglichkeit, das Konzept nachzuempfinden. Was habe ich da gemacht? Die in Moodle tief eingestiegen sind, die werden das selbst nachbauen können. Da habe ich auch keinerlei Probleme mit. Ich bin sogar bereit, allen Interessenten, die das möchten, als Mentor zu dienen, wenn sie selbst so eine Plattform aufbauen möchten. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.